Das hier ist ein wahres Wildbienenhotel bei meiner lieben Kundin in Philippsburg. Da kann man mal sehen, was Cotoneaster, die Zwergmispel hier, was die für einen wunderbaren Schutz für Wildbienen bieten tut. Und die Kundin sagt gerade, dass die Wildbienen hier für circa 4 Wochen emsig am Fliegen sind. Und danach sieht man die überhaupt nicht mehr. Und im nächsten Jahr, selber Zeitraum, kommen die alle wieder raus und machen gerade ihr Spiel von vorne. Wir haben ja gerade letztens das gepostet, wie man ein Wildbienenhotel baut mit der Senke und den Cotoneaster-Steckling. Bei mir ist das natürlich noch nicht so weit, aber bei solchen Naturphänomenen habe ich mir die Beispiele abgeguckt und weiß auch, dass es so funktioniert. Wir haben gerade bei Aue Süd haben wir, so eine große Senke gebaut und da habe ich jetzt überall die Stecklinge reingemacht. Ne? So, das soll ja dann auch so sein wie bei dir später. Und schon beim Spatenstechen habe ich ja schon die Wildbienen um mich rum gehabt. Nee. Ja. Eigentlich hätte es ein Teich werden sollen, aber dann habe ich die Wildbienen überfallen. Da habe ich gesagt, komm, dann machen wir jetzt Cotoneaster rein.